Hallo, schön, dass Sie sich diesen Beitrag anschauen. Wenn er Ihnen gefällt, mehr davon und täglich auf cashkurs.com. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum neuen Handelstag. Ruhige Stunden an den Börsen. 9.910 heute Morgen. Der DAX, und da ist auch schon gleich eine Unterstützung nach oben, knapp unter der 10.000-Punkte-Marke, der Deckel für den Tag. Darüber die bisschen weiteren Marken, 10.030, 9.800 unten, und die ganz großen liegen 1.000 Punkte auseinander, 10.300 oben, 9.300 unten. Darunter wäre hier mit sehr, sehr großen Abwärtsbewegungen zu rechnen, aber davon sind wir ja nur noch ein ganzes Stück entfernt. Also von daher noch nach wie vor ruhige Märkte, VDAX New immer noch auf sehr, sehr niedrigem Niveau. IFO Geschäftsklima kam gerade rein, sinkt unter die Erwartungen, die man hatte. Die Exportaussichten trüben sich ein. Ukraine, Irak spielen hier mit rein. Okay, IFO Geschäftsklimaindex ist auch immer von den Nachrichten der Medien getrieben. Denn die Unternehmer, die befragt werden, was meinst du denn, wie wird's, lesen ebenfalls Zeitung. Und das sind dann nicht unbedingt die eigenen Unternehmenserfahrungen, die mit einfließen, sondern eben auch die Dinge in den Medien, auf den Titelseiten stehen, die einem dann Sorge oder Zuversicht bereiten. Also von daher muss man das immer mit ein bisschen Skepsis betrachten, diese Daten und diese Indizes aus der Wirtschaftsstimmung. Weidmann äußert sich und warnt vor der Aufweichung des Stabilitätspaktes durch Frankreich und Italien. Gabriel, der rudert auch zurück mit der gesamten Regierung. Man will hier ein bisschen mehr Spielraum einräumen den Staaten. Man möchte in Einzelfällen bei unerwartet schlechter Konjunkturentwicklung flexibler auslegen. Die Investitionen und Reformen, die sollen vielleicht etwas anders bewertet werden und so weiter und so weiter. Es geht also tatsächlich um die Aufweichung der Stabilitätskriterien, um den Staaten mehr Zeit zu geben, ihre Schulden zu reduzieren. Auf normalem Wege werden sie sowieso nicht können, das können wir nur abhaken. Also man erkennt, dass die extremen Sparpakete der vergangenen Jahre in katastrophale Zustände geführt haben, dass sie damit nicht weiterkommen, und jetzt rudert man langsam zurück, dass man da eigentlich Mist gebaut hat in den letzten Jahren und Europa in eine ganz, ganz gefährliche Situation gebracht hat, und jetzt will man gesichtswahrend irgendwie da rauskommen, und Weidmann warnt davor, hängt an den alten Themen noch dran. Nun, wir werden weiter verschulden, wir werden weiter die Probleme nicht lösen und in die Zukunft verschieben, weil man die Vernunft Weg, das Ganze anzugehen, nämlich die tatsächlich vorhandenen Gelder der Bürger zu nutzen, und zwar die zu überzeugen, zu investieren, dort Rahmenbedingungen zu schaffen, damit diese Gelder investiert werden, freiwillig durch die Bürger in Infrastruktur und andere Themen. An die geht man nicht heran, stattdessen versucht man wieder neue Schulden der Staaten aufzumachen. Also wieder mal die falschen Dinge, um eine Krise, ein Problem zu lösen, höchstens wieder um Zeit zu gewinnen, aber das kann es auf Dauer ja nun wirklich nicht sein. Professor Sinn äußert sich ebenfalls, die EZB würde eine Umverteilung von Vermögensrisiken vornehmen, ohne dazu demokratisch legitimiert zu sein. Damit hat er zweifelsohne recht. Genau das tut sie, und besonders Sorge sollte einem das machen, wenn die EZB alle zweimal im Jahr kein Stimmrecht hat, weil die Stimmrechte auch an Länder wie Litauen und andere eben weiter rotieren müssen und dann eben Deutschland, die 27% des Kapitals stellen, eben auch mal 2 Monate nicht mitreden dürfen, nicht mit abstimmen dürfen. Ja, so kann es natürlich auch gehen. Kommen wir kurz zu den Unternehmen, auch da nach wie vor Ruhe am Markt. Microsoft senkt die Preise für die Cloud, erhöht gleichzeitig die Speicherkapazitäten. Alles zieht und drängt in die Cloud. Programme werden immer weniger verkauft, sodass man sie auf dem heimischen Rechner installiert, sondern sie werden über die Cloud genutzt, und die Zentralisierung der Daten und Programme schreitet voran. Die Orwell-Leser machen sich da mit Sicherheit ihre Gedanken dazu, aber wie sieht das auch bei künftigen Kriegen aus? Werden die künftig gegen Rechenzentren statt Armeestützpunkte geführt? Wenn ein solches Rechenzentrum mit der Cloud verschwindet oder sehr schwer beschädigt wird, was ist dann an Daten verloren? Was ist dann an Menschheitswissen verloren? Aber vielleicht habe ich da die falsche Vorstellung. Vielleicht ist das dann auf so vielen Clouds, auf so vielen Server auf der Welt verteilt, dass das alles kein Problem ist. Interessant ist es allemal in die Zukunft, sich solche Gedanken mal zu machen, was denn da alles passiert mit der Cloud und welche Möglichkeiten es da gibt, ob so eine dezentrale Speicherung der Daten nicht vielleicht doch auch seine Vorteile hat.
Nordex, Goldman Sachs hebt hier das Kursziel an. Aktuell stehen die bei 16 Euro. Kursziel durch Goldman Sachs ist auf 19 Euro angehoben. Komplette neue Sektorbewertung. Nordex haben wir schon seit vielen Monaten erfolgreich bei Cashkurs Trends im Depot. E.ON RWE, auch die werden von Goldman Sachs hochgestuft mit Kursziel 36 für RWE, aktuell 32 und 19,50 Euro, aktuell 15 bei E.ON. Diese Versorger, schon seit langem haben wir die im Blick und berichten darüber, dass die eine sehr, sehr niedrige Bewertung haben, völlig ausgebombt sind. Jetzt kommt das Interesse wieder dazu. Die haben in den letzten Wochen schon deutliche Rallyes hingelegt, aber da ist noch viel Luft nach oben. Die Totgesagten leben länger. Denken Sie immer daran, man soll das kaufen, was keiner haben will und umgekehrt. Und E.ON und RWE, da war es in den letzten Jahren ganz sicher der Fall, dass die keiner haben wollte. Und jetzt ist der Zeitpunkt definitiv da, die zu haben. Das Energieeinspeisegesetz EEG wird weiter heiß diskutiert. Auch die EU-Kommission macht hier Druck. Die sagt, so wie ihr das macht, ist das überhaupt nicht zulässig. Das ist unzulässige Beihilfe, dieses Umlageverfahren, was ihr da macht. Und dann noch die große Industrie rauszulassen, das geht so überhaupt nicht. Die Bundesregierung legt sich hier mit der EU-Kommission ganz aggressiv an. Und vor allem, was natürlich sehr für Unbehagen auch gerade bei den Bürgern sorgt, ist die Abgabe von Selbstversorgern. Das heißt, dass derjenige, der seinen Strom selbst erzeugt, und jetzt reden wir nicht nur von den großen Unternehmen, wir reden auch von dem Privaten, der sich eine Solaranlage aufs Dach baut, dass er für diesen Strom, den er dort produziert und selbst verbraucht, auch noch eine Abgabe zahlen soll. Das ist, als würden sie für die Tomaten, die sie im Garten anpflanzen, auch noch eine Abgabe an den Bauernverband zahlen müssen, weil sie jetzt ihre Tomaten selbst essen und nicht beim Bauernverband kaufen. Also das ist schon wirklich mehr als fragwürdig. Der Ölpreis steigt. Und das hat keine Auswirkungen auf die Börsen. Das war mal anders. Früher war der Ölpreis eine direkte Korrelation mit den Börsen. Da machte man sich Sorgen, dass die Unternehmen jetzt mehr bezahlen müssen, dass dadurch die Kaufkraft der Bürger reduziert wird und so weiter. Aber in Zeiten, in denen die Marktgesetze durch die Notenbanken vollkommen außer Kraft gesetzt werden, spielt all das keine Rolle mehr. Diesmal ist alles anders. Denken Sie daran, der teuerste Spruch der Börse. Und aktuell Brent Oil über 110 US-Dollar, aktuell bei 113. Wir sind auf dem höchsten Stand seit 2008 und damals war gerade die große Blase am Platzen, in der Spitze bei 140 Dollar. Dann brach man ein auf 40 und das war auch die Zeit, als wir zum höchsten Stand waren und dem kommen wir jetzt gerade wieder näher. Scheint aber, wie gesagt, für die Unternehmen der Welt keine Auswirkung zu haben. Wen kümmert schon der Ölpreis? Gold und Silber auf dem Weg nach oben. Bei Gold heißt es ja schon seit Jahren, wir hätten eine Goldblase. Ja, nichts da, wenn wir eine Goldblase haben, haben wir auch eine Ölblase. Denn Sie kriegen die Veränderung zwischen dem Goldpreis und dem Ölpreis der letzten 20 Jahre ist sehr, sehr parallel. Und das ist parallel mit angestiegen. Also wahrscheinlich sind nicht Gold und Öl so wahnsinnig teuer geworden, sondern die Währung einfach wertloser geworden. Und wir haben daher auch keine Goldblase. Ganz im Gegenteil, wir hatten Übertreibung in 2012, das sind wir bei 1900 Dollar gewesen, jetzt haben wir das korrigiert. Im Augenblick haben wir eben eher eine Untertreibung im Gold- und im Silberpreis. Vor allem Silber, sehr, sehr interessant. Die ETFs nach wie vor, die haben sehr hohe Zuflüsse gehabt, die wurden im Gegensatz zum Gold nicht abgebaut. Die Silbernachfrage steigt deutlich an, auch seitens der Industrie, auch seitens der Solarindustrie. Wir haben einen sehr ausgebombten Markt, was den Preis angeht. Wir sind auf dem Bereich, bei dem die Minen gerade noch kostendeckend produzieren. Und jetzt auch die Charttechnik zieht jetzt an. Silber deutlich auf dem Weg nach oben, hat jetzt seine Tiefs der letzten Monate verlassen, hat den Abwärtstrend gebrochen nach oben. Und jetzt kommt hier richtig Zug rein. Also, wer sich noch nicht dort entschieden hat, wie ich trommel ja nur schon seit geraumer Zeit wieder für die Edelmetalle, der sollte jetzt dringend sich diese Dinge anschauen. Silber, wie gesagt, der Ausbruch nach oben, Gold, der Ausbruch, die Minen. Aktien entsprechend ziehen sehr, sehr stark an, die sind gehebelt. Das heißt, wenn der Silberpreis um wenige Prozent steigt, dann steigt die Silberaktien in der Regel um ein Vielfaches davon. Also hier in dieses Thema kommt jetzt richtig Spaß rein. Cashkurs Gold, wie gesagt, wir haben momentan Spaß hier mit unserer Depotentwicklung und auch entsprechend mit diesem Markt. Silber, wie gesagt, aktuell das Thema und gucken sich die Charts gerne mal an. Das müsste man durchaus aktuell ein bisschen aggressiver fahren. Die Bundesregierung hat übrigens, und das ist ganz interessant, offenkundig keine Pläne mehr, das Gold nach Hause zu holen. Sie erinnern sich daran, es gab ja eine Kampagne und auch die Entscheidung, einen großen Teil der Goldbestände aus London, aus Paris und aus New York zurück nach Deutschland zu holen, die dort bei der amerikanischen Notenbank FED gelagert werden, schon seit vielen Jahrzehnten. Und weil ja Fragen aufgekommen sind, ob das überhaupt vorhanden ist, dieses Gold, ob das überhaupt noch da ist. Ja, statt 80 Tonnen, die man eigentlich heimholen
wollte, hatte man gerade mal 5 Tonnen geschafft. Es hieß aus logistischen Gründen, aber das werden wir jetzt steigern. Ja, Pustekuchen, jetzt meldet plötzlich Bloomberg, dass die Deutschen gar kein Interesse mehr haben, dass das Gold in New York bleibt, dass sich die Bundesregierung umentschieden hat. Dort wird dann zitiert der Sprecher der Unionsfraktion Bartle: Bei objektiver Betrachtung besteht keinerlei Veranlassung, Misstrauen zu hegen. Die Amerikaner passen auf unser Gold gut auf. Und so die Meldung von Bloomberg. Man hat sich davon verabschiedet, das Gold nach Hause zu holen. Es soll in New York bleiben. Ja, ganz kritische Geister sagen, vielleicht liegt es daran, dass man gar nichts zurückholen kann, weil es nicht da ist. Aber das ist eine Verschwörungstheorie, kann keiner beweisen. Es hat keiner die Zugriffsrechte. Es gibt keine flächendeckende Untersuchung. Es gibt keinen Wirtschaftsprüfer, der das überprüft. Nee, es geht ja auch nur um ein paar hundert Milliarden. Was soll's? Ja, das im Rahmen der WM übrigens immer wieder, wenn WM oder Europameisterschaften sind, Gesetze durchgepeitscht werden, die bei den Bürgern gar nicht gut ankommen, weil die in der Zeit ja lieber Fußball gucken und die Titelseiten voll sind von Müller und anderen, die für die Fußball kicken, und da interessiert man sich weniger für das, was politisch passiert. Da kann man auch unliebsame Gesetze durchhauen. So hat man 2006 zur WM die Mehrwertsteuer erhöht, war die größte Steuererhöhung der Geschichte der Bundesrepublik. 2010 im Halbfinale Deutschland-Spanien hat man den Beitragssatz für die gesetzlichen Krankenkassen gesteigert, und während der Europameisterschaft 2012 Halbfinale Deutschland-Italien hat man mal eben das Einwohnermeldegesetz verändert, sodass die Einwohnerämter die Daten der Bürger an Sammelfirmen verkaufen durften. Das hat man später wieder kassiert, Gott sei Dank. Ja, jetzt, was steht jetzt an? Gabriel will Fracking freigeben, hört man da. Ja, holla die Waldfee. 80% der Fläche der Bundesrepublik Deutschland soll demnach mit einer einfachen Umweltverträglichkeitsprüfung für Fracking freigegeben werden. Und das ist mehr als umstritten, dieses Thema. Wie wir hier zu Fracking stehen, das haben wir, glaube ich, hinreichend kundgetan. Und auch BUND und Co. wenden sich ganz aggressiv gegen diese Umweltverträglichkeitsprüfung, mit der suggeriert wird, dass eine Umweltverträglichkeit von Fracking überhaupt möglich wäre. Man muss nur mal gucken, wenn was nicht allzu giftig ist, dann kann man das schon reinpumpen. So nach dem Motto geht das. Und so eine Umweltverträglichkeitsprüfung, die kann man auch viel, viel schneller bescheiden, als ein großes bundesweites Verbot aufzuhebeln, um das es natürlich geht, was BUND und so weiter fordern, das in Deutschland grundsätzlich nicht zu erlauben. Denn, wie gesagt, Fracking, ganz eigenes Thema, wäre hier zu weit zum Ausholen. Aber möglicherweise kommt das jetzt tatsächlich in die erste Lesung zumindest mal. Verabschiedet wird man es wohl während der WM nicht mehr, sondern erst nach der Sommerpause. Aber es ist ein guter Zeitpunkt, um das schon mal in den ersten Lesungen im Bundestag einzubringen. 10 Uhr heute kam der IFO-Geschäftsklimaindex, über den haben wir schon gesprochen. 15 Uhr gibt es aus den USA den Case-Shiller-Hauspreisindex. Hier sehen wir, dass wir auch in China die Immobilienpreise deutlich nach unten gehen, und mal sehen, wie das in Amerika der Fall ist, was da die Hauspreise machen. 16 Uhr gibt es dann auch noch den Verkauf neuer Häuser und ebenfalls 16 Uhr das Verbrauchervertrauen USA. Also, es bleibt spannend. Ich wünsche Ihnen nicht nur schöne Fußballspiele, sondern auch immer noch mal den Seitenblick auf das, was politisch passiert und an den Börsen passiert. Es lohnt sich allemal. Machen Sie es gut und bis morgen.